Dies ist Dreamlight Valley. Servus und willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley. So, ich habe diesmal was Spezielles mitgebracht. Und zwar habe ich hier ein paar Promotion-Codes gefunden für August. Und da wollte ich einfach mal mit euch zusammen probieren, ob die denn so funktionieren, wie sie im Internet stehen. So, wir gehen mal auf Hilfe und Einlösungscode. So, der erste Code, der wäre Ocean View. So, wollen wir mal probieren. So. Ocean View. Dafür sollte es einen hellblauen Eiscremestand, eine minimalistische Surfbretter und Blitzschlagwagen sollte es dafür geben. Okay. Fertig. Einfordern. Der Code wurde eingefordert. Du wirst alles bald im Briefkasten finden. Okay. Dann würde ich doch mal probieren. Dann gibt es noch Pixel. Da gibt es einen Air-Hockey-Tisch, eine Spielmaschine und ein Spielautomat. Vielleicht eine Spülmaschine? Eine Spielmaschine? Naja, das werden wir vielleicht gleich sehen. So, dann einmal ein P, ein E, ein X und ein L. Das war's dann schon. Fordern wir das mal ein. Code wurde... Okay, alles. So, dann haben wir noch ein paar Sachen zum Anziehen. Glänzendes T-Shirt, leuchtendes T-Shirt, glühendes, funkelndes... Okay, dafür müssen wir immer... Ich gebe mal einen ein hier. Wupp. Falsch. So, das ist immer Pride. Also. So. Und dann eine Nummer dahinter. 20-23-1. 20-23-1. Fertig. Nochmal checken. Das sollte soweit passen. Einfordern. Okay. Das schien eventuell auch zu funktionieren. Dann probiere ich die anderen auch. Oh, da können wir im Prinzip... Moment. Wir haben das direkt drin. So, da können wir hier oben... Ah, Moment. Warum war das jetzt? Nochmal P. So, genau. Und jetzt gehen wir hier einfach mal zurück, machen die 1 weg und machen da eine 2 hin. Und dafür sollte es ein leuchtendes T-Shirt geben. Okay. So. Das Ganze nochmal. Und das geht jetzt mit der Nummer 3 weiter. Für die Nummer 3 sollte es ein glühendes T-Shirt geben. Okay. So, dann machen wir das Ganze nochmal mit der Nummer 4. Für die Nummer 4 sollte es was geben? Ein funkelndes T-Shirt. So. Dann nochmal die Nummer 5. Für die Nummer 5 sollte es ein schimmerndes T-Shirt geben. So, wie viel haben wir noch offen? 3 Stück haben wir noch offen. Dann die Nummer 6 für ein strahlendes T-Shirt. Dann die Nummer 7. Und für die Nummer 7 gibt es ein schillerndes T-Shirt. Und ich glaube, jetzt kommt das letzte, genau die 8. Dafür sollte es einfach nur ein helles T-Shirt geben. So, probieren wir aus. Fertig. So, wir werden alles bald im Briefkasten haben. Die Frage ist, ob wir das direkt haben. Hm.
Gehen wir mal zum Briefkasten. Ich bin gerade ein bisschen dabei, das Dorf zu verändern. Deswegen sieht es vielleicht ein bisschen ungewohnt aus für euch. Und da ist tatsächlich was im Briefkasten. Da gucken wir doch mal direkt rein. Oh, sehr gut. Okay, hier holen wir mal die Shirts ab. Können wir uns gleich mal angucken, wie die aussehen. So, die sind super bunt und super cool irgendwie. Aber das sieht aus, als wären das Frauenshirts. So, gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben. Garderobe. So, Oberteile haben wir bekommen. Jetzt sollte ich vielleicht mal meinen Mantel ausziehen. So, Oberteil. Hier, genau, schillerndes Shirt. Okay, sind auch für uns. Okay, eigentlich ganz cool. Schön bunt. Mir hat das erste fast doch mit am besten gefallen, so ein bisschen, weil wir auch so blonde Haare haben. Oder das hier, das ist auch ganz cool. Das ist das Schimmernde, Glühendes. Auch nicht schlecht eigentlich. Gefallen mir eigentlich alle ziemlich, ziemlich gut. Ich lasse das hier mal gerade an, würde ich sagen. So, dann gehen wir nochmal in den Briefkasten. So, was haben wir noch? Hier haben wir, du hast den Fehler behoben. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Rätsel auf unserer Roadmap 2023 gelöst. Okay. Hier gab es also wirklich ein Rätsel. Ich hatte jetzt nur mal geguckt nach so Codes. Irgendwo hätten wir hier ein Rätsel. Ah, viel Spaß mit diesem Gegenstand aus Ralf Reichts. Okay. So, fordern wir das mal ein. Spielautomaten. Und dann haben wir was hier noch? Ein Eisstand, Surfbretter und so ein Wagen. So einen Wagen haben wir, glaube ich, schon. Aber wir gucken trotzdem mal gerade. So, Möbel. Jetzt ist die Frage, das war von Ralf Reichts. Das heißt, wir lassen uns mal alles anzeigen und setzen mal hier einen Filter. Bei Ralf. So, was haben wir bekommen? Wir haben dieses Spiel. Wo setzen wir die denn die mal hin, mal schnell? Hier oben einfach mal zum Angucken. So. Ich setze die einfach mal hier nebeneinander. So, ich weiß nicht genau welche. Die hatten wir schon. Ach, Spielautomaten hatten wir natürlich auch schon. Und war das eine Lebensmitteltheke? Spiel... Den habe ich noch gar nicht angeguckt. Den haben wir nicht bekommen. Aber Spielautomat Sugar Rush, das haben wir wahrscheinlich von Vanellope bekommen. Können wir uns trotzdem mal angucken. So, den haben wir bekommen. Den Air-Hockey-Tisch. So, und ich bin sicher, wir haben... Der Eisstand ist hier nicht mit dabei. Oder soll das der Eisstand... Aber da ist doch auf jeden Fall ein Sandwich drauf. Ich muss gleich nochmal gucken. Wir haben das ja noch am Briefkasten. Was haben wir genau bekommen? So, den Tisch haben wir aufgebaut. So, und hier unten, was haben wir hier bekommen? So. Vergiss nicht, diese Woche die Herausforderung, Meeresblick von Dream Snaps zu machen. Ah, vielleicht können wir damit die Dream Snaps machen. Okay, wir haben einen Wagen. Okay, gucken wir mal kurz. Oh. So, dann haben wir hier noch die Surfbretter. Den hellblauen Eiscremestand. Und dann hatten wir noch einen Wagen bekommen. Ich glaube, den Wagen habe ich aber auch schon gehabt. Mal gucken, wo dieser Wagen ist. Genau, da haben wir jetzt zwei. Können wir gerade hier hinstellen. Also diese Maschine hier bei Sugar Rush war nicht dabei. Aber ich will mir die trotzdem mal angucken. So, gehen wir nochmal hoch. Und schauen uns gerade die Sachen an, die wir bekommen haben.
Okay. Der Tisch ist halt auch mega cool. Da müssen wir uns auf jeden Fall einen Raum machen, wo wir so einen Spielraum haben. Ziemlich cool. Okay, und hier die Surfbretter. Passen vielleicht gut zum Maui an Strand. Mal spaßhalber, weil gesagt wurde, es würde gut zu den Dream Snaps passen. Wenn ich jetzt hiervon ein Foto mache. So irgendwie. Dream Snaps. Da habe ich eine braune Sache dabei, zwei grüne. Okay, vielleicht muss ich da nochmal suchen. Die Frage ist, waren wir hier nah genug dran, wenn ich jetzt hier die hier hinten fotografiere? Einmal braun, zweimal grün. Okay, da muss ich vielleicht noch ein bisschen suchen, dann kriegen wir hier vielleicht doch noch ein Foto hin. Das letzte Mal hatte ich ja nur zwei grüne und irgendwas davon ist jetzt braun. Was ist denn, wenn ich den hier fotografiere? Der macht's auch schon. Okay, da, ich teste mal ganz kurz was. Möbel. Wenn wir den jetzt verschwinden lassen. So. Und wenn ich jetzt einfach ein Foto mache. Können wir so? Reicht das auch aus? Hier habe ich auch schon einmal braun. Wahrscheinlich vom Hintergrund. Wenn ich denn die Wiese fotografiere. Okay, jetzt bin ich echt leicht irritiert. Einmal braun. Liegt das vielleicht jetzt an unseren Klamotten? Okay, sehr, sehr merkwürdig. Aber auf jeden Fall coole Sachen, die wir hier einfach for free bekommen haben. Wenn ihr es auch machen wollt, ja, einfach den Code eingeben und dann... Ich weiß nicht, wie lange das funktioniert, aber ich denke mal wahrscheinlich den ganzen August. Also dann, ich hoffe, ich habe euch vielleicht hiermit auch eine kleine Freude gemacht und ihr habt jetzt auch ein paar neue Sachen bei euch im Dreamlight Valley. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.